Ja, hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Let's Play Borderlands. Ja, eigentlich wollte ich das jetzt mit Ferti aufnehmen, aber da er erst heute Abend Zeit hat und ich mal ein bisschen länger aufnehmen wollte, beziehungsweise mehrere Sessions aufnehmen wollte. Ja, habe ich gesagt, ich nehme erstmal noch alleine auf, weil heute Abend, wenn wir da 3, 4 Stunden oder sowas aufnehmen, dann muss ich ja noch rennen und das Rennen dauert allein schon wieder eine Stunde von dem Kram hier oder länger, je nachdem wie lange der für die Folgen braucht. Und da ich das morgen schon hochladen muss, habe ich da ehrlich gesagt keinen Bock, da heute Abend dann unter Stress das Ganze zu rendern. Deswegen, ja, machen wir jetzt das Ganze hier, nehmen wir auf. Ich würde gerne so, wenn wir mal, so, wir haben es jetzt Viertel 2. Bis Minimum 17 Uhr aufnehmen. Ich schau mal, wie lange ich aufnehmen werde, je nachdem auch wie meine Festplatte damit macht. Mit Speicherplatz und so weiter. Und naja, wie lange ich auch Lust habe. Erstmal ist eine Dreiviertelstunde ungefähr. Und wir waren jetzt stehen geblieben, dass wir das Zeug, die Quests abliefern wollten. Oder die eine Quest da. Und dann geht es, glaube ich, auch schon ins nächste größere Gebiet, wenn mich alles täuscht. So langsam war ich ja. Genau, dann nehme ich schon die Abreise aus Firestone. Das heißt, Firestone haben wir dann schon hinter uns gebracht. Das Ausstoßen. Und naja, schauen wir mal. Und ehrlich gesagt, wie gesagt, ich bin schon seit längerem froh, wenn ich das Spiel nur aufnehmen muss und nicht selber spiele, weil so langsam aber sicher hängt mir das irgendwie so ein bisschen zum Hals raus. Nicht, dass das Spiel schlecht wäre oder sowas, aber wenn du 50 Stunden innerhalb von ein paar Wochen spielst und ja, da. Naja, irgendwann hängt das Spiel dann halt aus dem Hals raus. Vor allem, weil es halt immer eigentlich das Spiel immer nur ein und dasselbe ist. Gegner töten, Zeugs einsammeln und was ist noch alles. Und so Diablo-esque-like Spiele, die sind sowieso nie meins gewesen. Selbst Diablo an sich war nie meins gewesen. Und daher, naja. Da bin ich froh, wenn wir das dann durch haben. Im zweiten Teil werde ich noch überlegen, ob wir den unbedingt spielen werden. Da schauen wir mal, wie ich da dann die Lust drauf habe. Wir haben erstmal mit dem hier noch genug zu tun. Wir haben da, glaube ich, bald schon 30 Folgen oder sowas voll. Von daher, na ja, dann würde ich mal sagen, wir geben uns erstmal, wo müssen wir da hin? Nach Firestone, genau. Nach Firestone, um die Quest abzugeben. Und danach geht's weiter. Schauen wir mal, was das alles noch so auf uns zukommt. Na gut, ich weiß es, was auf uns zukommt, von daher. Ich habe das Spiel ja schon einmal durchgespielt, komplett. Abgesehen von allen DLCs, da habe ich nur, wie ich ja schon mal erzählt habe, habe ich nur, wie heißt es, Dr. Ned Zombie Island durchgespielt. Das war es auch schon. Der Secret The Secret Armory of Shinra Nox habe ich angefangen, habe ich aber nie zu Ende gemacht, weil das, ich weiß nicht, das war mir dann zu viel vom Standard Borderlands Kram. Irgendwie ist es halt alles auch wirklich bäh, halt die Fresse. Naja, war nicht so meins irgendwie, das ganze Spiel sowieso im Endeffekt. Einmal durchspielen okay, aber mehrmals ist dann irgendwie, naja, ich meine, ich habe das sogar, weil ja auch nur gemacht, weil die anderen das wollten. Und da ihr momentan keine Zeit haben, ne, uns ist und für die hat zwar jetzt wieder Zeit, aber halt nur abends. Ist halt gerade ein bisschen blöd. Wegen dem Rendern, ne? Ist das halt. Weil das Rendern frisst verdammt viel Zeit. Ein bisschen, sogar ein bisschen mehr Zeit als das Aufnehmen an sich. Weil HD-Rendern hasse ich wie die Pest. Vor allen Dingen, weil die ja immer so groß sind, Folgen. Naja. Großartig. Wenn das Geld nicht mehr fließt, können sich diese Bastarde von Banditen die Waffen nicht mehr leisten. Das wird sie mir vom Hals und aus Firestone werthalten. Okay, wer ist das eigentlich, der Questgeber? Dr. Ned oder Dr. S nee. Dr. Ned oder Dr. Zed? Zed, ne? Da Ned, Ned war ja der aus dem DLC. Zed, Dr. Zed. Explosive Nerf. Naja, das ist ja jetzt. Die Questbelohnungen sind immer irgendwie ein bisschen meh. Das ist alles totale Rotz, was wir da kriegen. Alles viel zu schwach. Ich weiß nicht, was da irgendwie. Naja, müsste es mal eine Mod geben, die Questbelohnung verbessert. So wie in welches Spiel war das? Irgendeins. Mir fällt gerade der Name nicht ein.
Ich weiß gar nicht, ist mir gerade egal. Ich verkaufe das Zeug einfach, check das Geld ein. So, jetzt geht's ab. Hauptquest. Ja. Level 20, bald 21, wird es auch langsam mal Zeit hier. Vorher, weil mal vorher werde ich mal eben kurz HP kaufen gehen. Ach nee, Schwachsinn, brauche ich doch gar nicht. Dings ist ja immer noch an. Demigod. Habe ich eh gesagt, aber keinen Bock, den auszuschalten, weil ich bin halt einfach zu schlecht, ohne zu spielen, und habe auch ehrlich gesagt keinen Bock dazu. Ist mir das Spiel zu, naja, ich weiß nicht. Es stimmt mich halt einfach dieses ständige Recyceln von Quests, dass du immer halt nur verschiedene Gegner hast und die Gegnertypen, die halten sich, du Mistvieh, halten sich auch in Grenzen. Man kämpft sowieso 90% des Spiels gegen irgendwelche scheiß Banditen. Und dann, naja. Banditen, Banditen, Banditen. Und immer nur diese Banditen. Nicht mal irgendwie anderen, in den anderen Playthroughs. Da haben sie nur andere Namen, aber die gleichen Models. Ich weiß nicht, ich bin da nicht so der Fan von. Da spiele ich lieber meine ganzen langweiligen JRPGs, mein Mother und Final Fantasy und was nicht alles. Und wenn ich ein Projekt halt angefangen habe, dann mache ich das auch zu Ende. Und wenn ich das alleine zu Ende mache jetzt. Ja, ich weiß, das Spiel ist auch nicht dafür gemacht, dass man es in Singleplayer spielt, aber naja. Ach, halt die Fresse, spielt Star Bond. Ich muss das irgendwann echt mal abstellen. Wenn ich mal Lust dazu hätte. Naja. Ich bin gespannt, dass er alles so einen Kreis im Blick spielt. Oh, das ist doch. Achso, ein Alpha-Skype wahrscheinlich in dem. Bist du tot? Ja. Dass die Viecher immer noch so viel aushalten, wo wir 9 Level über denen sind. Das zeigt doch schon, dass das bei Lexen sowieso ein bisschen komisch ist teilweise. Von Borderlands. Ja. Irgendwo noch ein Vieh. Was soll's. Geben eh keine EP mehr. Von daher. So. Nix. Jetzt Munition. Ein bisschen. Das ist voll. Das ist voll. So, okay. Auf geht's. Ich mache vorwärts. Man wird ja auch in den Spiel immer von irgendwelchen Gegnern unterbrochen, weil man einfach irgendwie die EP mitnehmen will. Weil muss jeden EP mitnehmen, den ich kriegen kann. Dann bin zwar overleveled as fuck am Ende, aber ich bin ehrlich gesagt lieber overleveled as fuck, als dass ich irgendwelche Probleme bekomme. Wobei ich ja so mit dem Gott spiele, ja, ja, ich weiß. Und so, ne? Naja, so ein bisschen Geld noch mitgenommen. Ja. Naja. Was hier seit langem passiert. Denk nur an die ganzen Touristen. Hör mal, falls du sie findest, ihr Inhalt könnte ein Vermögen wert sein. Aber nur, wenn du die richtigen Partner hast, um es zu verkaufen. Also, Partner? Hat kein Schwein gesagt, Markus. Hat einfach nur deine dumme Fresse, du. Ich kann den Typ nicht leiden. So. Da. Irgendwas Interessantes. Naja, ich weiß, dass du hier drüben bist. Crap, Trap. So. Geld. Geld. Hier noch irgendwas Interessantes, sehe ich nur einen Laden. Wenn schon mal hier erzeugt ist, dann kaufe ich das auch mal eben. So. Okay. Hallo. DNS-Profil wird heruntergeladen und analysiert. Menschliche DNS bestätigt. Zugang zum Dolhead-Land wird gewährt. Warte bitte, bis ich das Gate für dich aktiviert habe. Und ja.
Das ist übrigens immer gleich, obwohl ich über Level bin für dieses Gebiet. Naja. Hätte man ruhig ein bisschen variieren können oder so. Wir können da übrigens mit einem Auto rein, weil wir können ja die Dinger, die Gates auch mit Auto benutzen. Und das ist relativ nützlich, weil ja, ohne Auto herumzulaufen, das ist ein bisschen Selbstmord. Also nicht Selbstmord, sondern einfach ein bisschen einfach nur dumm. Da braucht man ewig. Und naja. So. Du. Wo ist denn der Typ? Der war hier drüben, glaube ich, ne? Genau. So, aufsteigen. Das ist irgendwie interessant, der Typ. Der sieht genauso aus wie alle anderen, wie der eine Typ in Firestorm, wie alle anderen NPCs. Und die hätten ruhig auch mal ein bisschen was für andere Models und so ein Kram benutzen können, aber nein. So, Shotgun mal eben kaufen. Das kostet auch wieder verdammt viel. Combat Rifle und Sniper Rifle. So, das reicht. Hallo, nichts. Und hier mal ein bisschen Geld. Und so, dann haben wir eigentlich schon voll, warum loot ich das? Na egal. Hallo. Du kommst gerade im richtigen Augenblick. Die Bastarde stellt sich unter einem Kerl namens Matt Mel wieder neu auf. Er hat wieder die Straße blockieren lassen und will den in die Falle locken, der sein Vorgänger auf dem Gewissen hat. Das bist nicht zufällig. Du. Naja. Glück gehabt. Rette Lucky zerfaut aus der Kneipe Last Chance. Nehme ich gerade an, du Scheißklappt hab, halt die Fresse. Heute Lucky zerfort aus der Kneipe Last Chance Weathering Hole. Aha, naja. Oh, du kommst genau zur rechten Zeit. Banditen belagern die Kneipe Last Chance Watering Hole im Süden und mein Freund Lucky ist drin gefangen. Bla. Kurz bevor du aufgetaucht bist, hat er mich um Hilfe angefleht. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Aber jetzt bist du ja hier. Bitte, du musst meinem Freund helfen. Naja, wenn du meinst. Großverdäger, schnapp dir einen Köder, locke Skeksiller an und töte es. Siehst du diese riesigen Knochen hier? Die habe ich selbst ausgegraben. Ich dachte, diese Kreaturen wären ausgestorben, bis ich unten im Wellspring Bluff, keine Ahnung, an einen Skek stieß, der so riesig war, wie ich ihn noch nie einen gesehen hatte. Jetzt ständig aufstoßen. Es frisst Calcium-Kakteen, Benzin und natürlich Menschenfleisch, was einige seltsame Mutationen bewirkt zu haben scheint. Ein erstaunliches Beispiel einer erfolgreichen Evolution. Ich möchte, dass du einen Köder besorgst, ihn auslegst und Skeksiller tötest. Na gut. Würde ich mal sagen. Kümmern wir uns erst um das hier. Weil das ist niedriger. So. Warum habe ich schon eine AP verloren? Ich habe doch erst zurückgekauft. So, erstmal gucken, was haben wir denn hier alles. So eine leichte, kleine, leichte Medi-Ampulle. Und da habe ich ein Level abbekommen. Nee. Ja. Egal. So. Und das ist recht interessant, das kostet aber so viel. Ja, dumm. Hätte ich mal das Geld auch aufheben sollen. Für das Schild. Naja. Egal, dafür können wir es in der Munition tragen. Gleich zu Anfang. Na dann, auf geht's. Wo müssen wir dahin? Genau dahin. So. Aha, ja. Wie du meinst. Damit meine ich, er ist ein Arschloch, der den Body meiner Mutter ruiniert hat. Er scheint in der Klemme zu stecken. Sieh zu, dass du ihn rettest. Er muss überleben, damit ich ihn später selbst kalt machen kann. Naja, immer diese Leute, die andere Leute umbringen wollen. Story von der Spieler sowieso. Ach Gott, das kommt dir auch noch. Scheiß aus, Outriders.